Experiment gelungen. Vom 27. bis zum 29. November 2020 hat das Hessische Jugendmedienfestival Visionale Herzlich stattgefunden. Willkommen zur Preisverleihung der Visionale. Ach, es ist toll, sowas wieder ansagen zu können. In diesem besonderen Jahr, aufgrund der Pandemie, erstmals online. Insgesamt 18 Preise wurden in 4 Alterskategorien von 0 bis 27 Jahren in der Kategorie Young Professionals sowie im Sonderwettbewerb Corona Time vergeben. Am 29. November war die vorher von den Veranstaltern aufgezeichnete Preisverleihung. Über die Vergabe der insgesamt mit 5.000 Euro dotierten Preise entschieden eine 4-köpfige Expertenjury. Die Gewinner des Sonderwettbewerbs wählte das Publikum in einer Online-Abstimmung am Vortag. Die Veranstalter des größten und ältesten Jugendmedienfestivals in Hessen sind das Medienzentrum Frankfurt, das Filmhaus Frankfurt, das Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt sowie das Frankfurter Gallustheater. Auch diese Visionale lässt sich nicht durchführen, wenn man alleine ist. Und deswegen sind wir ein ganzes Team an Veranstaltern. Und zwar sind das vom Jugend- und Sozialamt Kirsten Koch, vom Gallustheater Frankfurt Winnie Becker, vom Filmhaus Frankfurt Felix Fischel und meine Wenigkeit.